Also, ich war Betriebsfotograf, beziehungsweise habe eine Fotoabteilung aufgebaut in dem größten Kraftwerk der DDR damals, Boxberg. Und war immer auch so als Fotograf sehr, sehr engagiert, hatte damals schon an Fotowettbewerben und Preise gewonnen und war also für die interessant, weil ich ein engagierter Mann meines Metiers eben war. Und da sind die auf mich zugekommen, also in diesem Kraftwerk ungefähr 10.000 Angestellte, ja, Arbeiter und Angestellte. In diesem Werk gab es einen Verbindungsoffizier zur Staatssicherheit. Der war offiziell bekannt. Ne? Das hat jeder gewusst. Wenn du mit dem zusammenstandest, das war der. Ne? Und der konnte sich natürlich dann mit den Leuten, die er rekrutierte für Schnüffeltätigkeit, konnte der sich natürlich immer nur konspirativ treffen. Sonst wäre ja. Ne? Und der ist eben auf mich zu und hat, dann habe ich gesagt, mal Süßholz geraspelt, ne? Ein guter Mann und DDR und Sie sind doch für diesen Staat und ne, das kannst du dir vorstellen, wie das ablief. Ich konnte mich ja auch nicht hinstellen und sagen, Scheiß DDR, denkst du, ja? Dann wärst du ja gleich weg gewesen vom Fenster. Ne? Ja. Aber sag ich, wenn Sie, ich bei Nacht und Nebel getroffen, ne? Keiner durfte mich mit dem sehen. Und zwar in der Siedlung in Boxberg, da war der Fotozirkel untergebracht, den ich auch aufgebaut habe. Ich bin eine Plaudertasche, sage ich. Und dann, ich bin auch noch Mitglied der jungen Gemeinde in der Kirche, sage ich, ich bin da gar nicht der richtige Mann. Ne? Da sage ich, ja, junge Gemeinde, von denen wollen wir auch was wissen. Das ist ja wunderbar. Nee, nee, sage ich. Also ich hätte Leute fotografieren müssen, also sowieso berichten, was die reden und so, ne? Also bei der jungen Gemeinde dann eben in den Kreis oder beim Fotozirkel, die Leute, die da kommen. Und ich hätte aber auch auf Veranstaltungen fotografieren müssen. Da wäre ich nicht aufgefallen. Er sagt, da fallen Sie ja nicht auf, Sie sind ja der offizielle Fotograf. Wir benennen Ihnen noch bestimmte Zielobjekte ganz konkret. Also zum Beispiel den da in dem roten Pulli da, der so ein sowas Komisches draufstehen hat. Den tun Sie mal ein bisschen beobachten, ne? Und naja, das Ganze ging, ich glaube, 9 Monate oder was. Ich müsste es mir selber noch mal durchlesen und so. Und jedenfalls habe ich da hin und her immer wieder Treffen und ich habe immer wieder, nee. Und dann haben sie mir Angebote gemacht, also Reisen, Geld. Also nicht Reisen in Westen, aber ins sozialistische Ausland. Da gab es ja auch Reisen, an die bist du gar nicht rangekommen. Ne? Nach, was weiß ich, Usbekistan oder irgendwie so, wo jeder gerne hingefahren wäre, ja, wo es offiziell Reisen gab, aber war erstens schweineteuer und dann eben schwer ranzukommen. So, das hat auch nicht gefruchtet und dann haben sie Druck gemacht. Dann haben sie gesagt, Herr Riemann, wir können auch anders. Wir haben Sachen gegen Sie vorliegen. Und da wurde mir schon, da ging mir der Arsch auf Grundeis. Ich wieder auf den gewartet, was weiß ich, abends um 8 oder irgend sowas oder noch später. In dem Haus haben auch andere Leute gewohnt, also richtig Wohnungen da drinnen. Und eine Wohnung war eben komplett für diese Fotoabteilung da. Und dann kam der und hat da geklopft. Und dann habe ich den klopfen lassen und klopfen lassen. Dann hat er immer lauter geklopft, ja. Und dann habe ich ihn reingelassen, dann haben wir uns hingesetzt, ich schon meinen Flattermann gekriegt, hoffentlich kommt jetzt auch der Manfred Paugert, ja. Und dann wenig später, kurz nachdem der da saß, seine Zigarette angezündet und so weiter, klopft es wieder draußen. Und das war jetzt verabredet, mein Kumpel da. Und nicht aufmachen, Licht ausmachen, nicht aufmachen, Sie sind nicht da. Gut, Licht ausgemacht, nicht wahr? Da hat der draußen in dem Treppenhaus rumgeschrien, da mein Freund war, hey, mach auf die Marschfest, dass du da bist, aufmachen, wieder, und gedonnert und so weiter. Gehen Sie raus, weisen Sie den ab, Sie haben keine Zeit. Gut, so, ich bin rausgegangen, die Tür nur einen Spalt aufgemacht, ach, ich sage, Manfred, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Oh, was, sagt der, hat die Tür aufgeschoben, mich zur Seite gedrängt, war ja abgesprochen alles, ne? Ist durch in das Wohnzimmer rein, dieser Wohnung, und sah diesen Verbindungsoffizier sitzen. Und sagt, na, guck mal an, Dietmar, mit wem du zusammensitzt. Das ist ja interessant.
Der ist aufgestanden, der Leutnant der Staatssicherheit, hat seine Zigaretten liegen lassen, die haben ja dann auch geraucht, genüsslich, ne? Und ist abgehauen und ich habe nie wieder was vom Staatssicherheitsdienst gehört. Und das nachweisbar. Das habe ich dann nach der Wende in meinen Akten gefunden. Und dann haben die gesagt, ja, was wollen Sie denn hier? Wir haben nichts für Sie. Wir können Ihnen nichts sagen. Und wir haben keinerlei rechtliche Möglichkeit, Sie gehen zu lassen. Ich hatte nur keine Verwandtschaft ersten Grades oder irgendwie, ne, dass Sie sagen können, kranke, todkranke Mutter im Westen, die muss ich pflegen. Also sowas war dann auch schwierig, aber ja, und so hat sich das Jahre hingezogen. Einmal bin ich so durchgedreht, dass ich und habe rumgeschrien, wenn ihr mich an die Wand stellt, habe ich gesagt. Ich spare auf meinen Ausreiseantrag. Jedenfalls, ich habe immer versucht, um eine Verhaftung herumzukommen. Und möglicherweise hatte auch Unterstützung aus dem Westen, also habe illegal Briefe nach drüben gebracht, ja. Also zum Beispiel habe ich Schreiben an den bayerischen Ministerpräsidenten oder SPD, der ich schon immer nahe gestanden habe. Dann habe ich ein Schreiben gemacht über eine Rechtsanwältin in West-Berlin, das habe ich abfotografiert, das Schreiben mit der Kleinbildkamera. Dann habe ich den Filmschnipsel ausgeschnitten, ne, 24x36mm, habe das in ein kleines Plastiktütchen gemacht, habe ein Wurstbrötchen genommen, habe das ausgehöhlt, wieder das Brot, die Butter drüber und die Wurst und habe das Westbesuch in der Hand gedrückt und habe gesagt, bitte rübernehmen, Vergrößerung machen lassen, weiterschicken. Ja, wenn wir den Riemann verhaften und einsperren, haben sie natürlich mit anderen auch gemacht, hätten sie mit mir auch machen können. Aber es wäre in die Öffentlichkeit gekommen. Und das haben sie natürlich nicht gewollt, ne? Ist klar. Ne? Und haben sowieso immer wieder versucht, mich rückzuführen. Also wie gesagt, Januar 86 ein Ausreiseantrag gestellt, Ende 87 kam das Buch über die Museumsinsel raus, ein dicker Band, 160 Mark, also das war ein sogenannter Prachtbildband, die öffentliche Bezeichnung, ist dann auch hier in Stuttgart bei Klett-Cotta verlegt worden, für 160 D-Mark als Mitdruckauflage, also richtige Schwade. 500 Farbaufnahmen, habe ich 2 Jahre dran gearbeitet und dann noch zum schönsten Buch. Also das hat man mir auch hinterher und so. Ich war einer von auch ganz wenigen Leuten, hat es vielleicht eine Handvoll gegeben in der DDR, schon alleine aus technischen Gründen das machen konnten, was ich da gemacht habe. Ich habe mir eine Kamera nachbauen lassen von dem Dr. Insch Maschinenbau in Potsdam. Der hat mir nach Westzeichnung und so eine Westkamera, eine Großformatkamera nachgebaut. Also das ist alles. Ja, also wahrscheinlich hätten sie, ja, ich habe versucht, drumherum zu kommen, um Verhaftung. Und alle haben sie gedacht, der Riemann, der ist bei der Staatssicherheit. Das kann gar nicht sein. Wohnung, Dienstwagen, Telefon. Aber das war ich eben nicht. Aber die Frage eben, ich war natürlich jetzt unter Beobachtung. Und dann eben zu meiner Frau. Und da gibt es eben diese Akte, die eben sagt, ja, der Riemann, der kommt ständig in der Friedrichstraße 166, der hat ständig Westbesucher. Der ist wahrscheinlich, also jetzt eben nach der Wende die Akte vorher wusste ich, der ist wahrscheinlich ein Agent der Amerikaner. Ja, ich habe gelacht, wie ich das gelesen habe. Aber wenn ich mir das überlege, die haben mich richtig auf den Kicker gehabt. Das hätte für mich richtig gefährlich werden können. Dann habe ich mir gesagt, naja, weil die Mauer wäre die beste Bebilderung gewesen. Immer wieder die Mauer. Ich habe gesagt, naja, aber die vielen Sprüche, die ja keiner mehr gesehen hat. Aber ich war ja nun sozusagen schon weg geistig in dem Land. Und dann habe ich angefangen, diese Sprüche, also die Serie nennt sich Wände, Mauern, Zäune und andere Begrenzungen. Und dann bin ich drauf gekommen durch einen französischen Fotografen des 19. Jahrhunderts, Agé, der das untergehende Paris fotografiert hat, ein ganz einfacher, armer, alter Mann, der dann von einer großen amerikanischen Fotografin noch entdeckt worden ist, das Lebenswerk gerettet hat, können wir mal nachsehen, Eugène Agé, einer der größten der Fotografiegeschichte. Und der hat viele Schaufenster in Paris fotografiert. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist es ja, das Schaufenster, das ist ja eine Werbefläche, ein Werberaum. Das zeigt nicht nur das, was es gibt bzw. nicht gibt, sondern es zeigt die Befindlichkeit
dessen, der dieses Schaufenster gestaltet. Und damit haben wir den DDR-Bürger oder sein Leben oder seine Bedrücktheit oder auch so vorgeführt. Ne? Denkt mal, hier kann doch jeder ein Schaufenster fotografieren. Das kann ihn doch niemand verbieten. Das ist ein öffentlich frei zugänglicher Raum. Und dort habe ich mir eine kleine Olympus XA, hieß die, eine Westkamera, habe ich mir besorgt von drüben, in Schwarz. Und das Firmenschild, was da natürlich silbern drauf ist, habe ich mit schwarzen TSH-Filmen, den ich auch aus dem Westen mir besorgen musste, den gab es auch in der DDR, habe ich abgeklebt, sodass das nur noch so eine kleine schwarze Zigarettenschachtel groß war. Weil ich natürlich mit einer anderen Kamera überall angehalten wurde und dürfen Sie die rausgeschossen aus dem Laden, dürfen oder ein Plakat irgendwie am Betrieb, da gibt's so ein Bild da, ja. Sozialismus, das ist Menschlichkeit in Wort und Tat. Das habe ich aber dann bei Abteilung Inneres habe ich gesagt, hier, und ich darf ihr internationalen Abkommen und mich wollt ihr nicht gehen lassen. Das ist also Sozialismus in Wort und Tat, ne? Menschlichkeit. Das war am nächsten doch weg. Also so eine Geschichten habe ich auch erlebt. Ja, jedenfalls habe ich mir eben deshalb so eine kleine Kamera besorgt, nicht bloß wegen der Mauer, sondern auch wegen den banalen Schaufenstern. Ne? Und dann in den Westen, ich habe dann leider mein Negativarchiv, natürlich nicht die Bilder, die wären ja eben zu groß gewesen, wobei das habe ich auch gemacht, Abzüge, vor allen Dingen eben die Negative noch einmal selektiert, zerschnitten. Also ich habe vieles leider vernichtet, wo meine Frau sagt heute, Mensch, wir hatten das und das hast du alles weggeworfen. Weil ich Angst hatte, man nimmt mir das weg. Wenn sie mich dann endlich gehen lassen, dann lassen sie mir aber meine Negative. Die tun sie mir wegnehmen. Ne?